Das darf jetzt aber noch nicht öffentlich werden, ne? Ach so? Oh. Ja, so oder so ähnlich hat das vermutlich vor kurzem bei Apple ausgesehen. In einem öffentlichen Quellcode von Apple selbst finden wir das hier. Einen Hinweis auf RealityOS oder kurz ROS. So, macOS, iOS, WatchOS, ich glaube, die Sache ist klar. An dieser Stelle im Quellcode geht es um ein Betriebssystem von Apple, das es noch gar nicht gibt. Kombiniert man das jetzt mit einigen Leaks, dann ist das fast schon eine offizielle Bestätigung von Apple dafür, dass sie an einer VR-Brille arbeiten. Auf ersten Bildern hat die so ein bisschen den Look, der mich an die AirPods Max erinnert. Mit angeblich so maximal 200 Gramm wird die Brille wohl auch sehr leicht. Das ist in etwa so das Gewicht von dem modernen Smartphone. Wichtig, hier geht es um eine VR-Brille, nicht um die Apple Glasses. Leider weiß keiner, was sie kostet und auch ob und wann sie offiziell rauskommt. Anfangs hieß es noch, vielleicht erscheint sie schon Mitte des Jahres zur WWDC. Jetzt rechnet man wegen Lieferengpässen aber eher so mit 2023.